Ja, herzlich willkommen. Wir haben gestern in der Semmelweis-Klinik in Wien einen Balkon-Solar-Vortrag gehalten oder einen Workshop gemacht, einen kurzen Workshop über 2 Stunden, der dann im Endeffekt 2,5 Stunden gedauert hat aufgrund der vielen Fragen. Und das ist auch das, warum ich dieses Video mache, um diese Fragen noch einmal Revue passieren zu lassen. Weil das Spannende ist, selbst wenn man das Balkonkraftwerk in so relativ einfachen Schritten erklärt, tauchen trotzdem unendlich viele Fragen auf. Und ein paar dieser Fragen möchte ich vielleicht jetzt herausgreifen und finde es so spannend, was man aber trotzdem dann in 2,5 Stunden alles klären kann. Also es war eigentlich gestern so, dass ich habe ein kleines Solarpanel mitgehabt und einen kleinen Mikrowechselrichter. Und ich habe das in so einer ganz einfachen Art und Weise versucht darzustellen. Und meine erste Frage war, wer kennt sich am allerwenigsten mit Strom aus? Das war die Einleitung und da haben sich 2 gemeldet. Und dann habe ich versucht, während des ganzen Vortrages sozusagen zu schauen, wenn sich die auskennen, dann passt es für die gesamte Gruppe. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Als ersten Schritt sind wir mal so durchgegangen, welches Gerät braucht überhaupt wie viel Strom, also so von Handy zu, da war so eine Lampe mit 37 Watt, dann Computer, 60 Watt, Küchenmaschine, Waschmaschine etc. Und das ein bisschen so greifbar gemacht, weil Strom für viele Menschen etwas total Abstraktes ist, also wirklich ein sehr nebuloses Thema. Und dann kann man es so ein bisschen griffiger machen, ne? Also, welches Gerät verbraucht wie viel Strom. Ja, und dann waren wir eigentlich schon in der Materie drin, dann habe ich die ganzen Fragen einmal vorab gesammelt, die da aufkommen und habe mir die einfach aufgeschrieben und bin dann im Prinzip, ich glaube 10 Minuten, Viertelstunde ganz, ganz einfach auf die Technik eingegangen und auf die Montage und ja, ganz einfach auf die Komponenten, die ja bei einem Balkonkraftwerk wirklich sehr einfach sind und sehr überschaubar sind. Ja, Solarpanel, brauche ich nicht viel wissen, da wird Strom erzeugt, Gleichstrom wird umgewandelt durch den Wechselrichter in Wechselstrom und dann habe ich noch ein paar Komponenten und stecke das in die Steckdose ein. Dann habe ich vielleicht noch ein Überwachungstool, ganz wichtig, um zu schauen, was tut sich da eigentlich, und das war es aber schon. Das war es schon, so einfach ist es. Es ist absolut genial. Aber so einfach ist es dann doch nicht, ne? Also wie rentiert sich zum Beispiel ein Balkonkraftwerk? Ja? Wie viel Zeit solltest du zu Hause sein und diese gleich produzierte Leistung dann auch wieder sofort verbrauchen etc.? Und jetzt vielleicht ein paar Fragen, die aufgekommen sind, möchte ich so in stichwortartig aufzeigen. Und zwar beginnend mit dem wahrscheinlich kompliziertesten Teil des Balkon-Solar-Sets, der Montage. Also die Frage kam auf, wie kann ich das auf meinem Balkon montieren, wie kann ich das auf einem Flachdach montieren, wie kann ich das auf einer Ziegeldachwand montieren, also auf einem Ziegeldach montieren, wie kann ich das auf einem Well-Eternit montieren. Und da sind wir einfach die Lösungen durchgegangen, Schritt für Schritt. Und dann habe ich gezeigt, dass es mittlerweile gescheiter ist, Solarmodule in ein Einlegesystem zu geben, aufgrund der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Materialien. Ich habe diese Sachen vorgestellt. Ja. Aber allein die Montage und alles, was damit zu tun hat, wirft natürlich im konkreten einzelnen Fall bei dir vielleicht wiederum Fragen auf, ja, weil kein Balkon ist gleich. Keine Situation ist gleich, keine Ausrichtung ist gleich. Wenn man sich über die Montage Gedanken macht, ist man natürlich sofort auch in der Ausrichtung. Ja? Ist es okay, wenn das ein bisschen nach Osten steht? Welcher Neigungswinkel? Wie ist dann die, also soll ich es senkrecht montieren oder soll ich es aufständern? Der Neigungswinkel, wie soll ich den machen? Wie verhält sich das dann, wenn ich den Neigungswinkel eben so einstelle versus einer senkrechten Montage? Und da an dieser Stelle, weil ich gestern auch gemerkt habe, dass man kann das erklären, man kann das so erklären, dass Menschen das verstehen und dennoch bleiben Fragen über,
die dann im konkreten Fall, wenn du dann wirklich vor deinem Computer sitzt und ich habe genaue Anleitungen gegeben, okay, welches, wo, auf welcher Seite das zu bestellen ist und Mikrowechselrichter etc. Und aber trotzdem bleiben da noch Fragen über. Und wenn du willst, dass ich dich durch diesen gesamten Prozess begleite, von wie ist deine Situation wirklich? Also welche Bedingungen hast du? Zahlt sich es überhaupt aus, in deinem Einzelfall in ein Balkon Solar zu investieren, selbst wenn es nur unter Anführungszeichen 600 Euro sind oder vielleicht knapp 1000 Euro, je nachdem, was das dann ist. Also dich da wirklich durchzubegleiten durch diesen Gesamtprozess von dem Auswählen der Materialien, von der Ausrichtung, von der Montage, von der Inbetriebnahme, von der Inbetriebnahme, von den Überwachungstools etc. etc. Also dass das dann sozusagen von Anfang bis zum Ende ein runder Prozess ist. Da biete ich dir meine Hilfe an. Und dann waren natürlich die Fragen, okay, was ist rechtlich erlaubt von diesem Mikrowechselrichter? Wie viel Watt, was darf ich? Wie ist das mit der Anmeldung? Da waren ein paar Fragen. Dann waren ein paar Fragen, was ist, wenn ich nicht zu Hause bin? Was ist, wenn ich auf Urlaub bin? Ja, da waren einige Fragen, natürlich die sinnvolle Ausnutzung von so einem Balkon-Solar-Teil. Dann waren Fragen über, wie, wenn ich auf dieser Phase einspeise und auf der anderen Phase wird entnommen, bringt es das überhaupt? Also eine technische Frage. Dann waren die Fragen über das Rechtliche, das heißt, wen muss ich fragen, um sowas montieren zu dürfen? Und wenn ich es montiere, wie muss ich gewährleisten, dass das ein wirklich absolut stabiles Teil ist, das weder vom Wind gefangen wird, noch vom Hagel beschädigt wird, noch vom noch natürlich runterfallen darf etc., weil das wirklich gefährlich ist. Dann auch die Produktlagenlebigkeit sind wir durchgegangen mit diversen Fragen. Und dann die Überwachungstools sind wir durchgegangen. Wir sind durchgegangen den EFI-Schalter. Wir sind durchgegangen, weil da gibt es, das werde ich nochmal extra vorstellen, im extra Video. Dann Kosten-Nutzen-Rechnung, wie sich es auszahlt, genau. Also bringt einem zurück zur Frage, und das ist vielleicht die wichtigste Frage für dich, hat das in meinem Fall einen Sinn? Und ich sage ganz ehrlich, man kann sich die harten Fakten zusammenrechnen, man kann sich ausrechnen, wie viel ich da bekomme um mein Geld. Und ich sage, es gibt zusätzlich eine Komponente, die du nicht errechnen kannst. Und diese Komponente ist, wie ein Kind lernt, mit dieser solaren Energie zu spielen. Also im Sinn von, wie viel kriege ich da rein, wie viel geht raus. Ja, wenn ich einen Handmixer irgendwie anstecke und der hat 400 Watt von mir raus, ja, und ich kriege gerade 400 Watt rein, dann ist das wie wenn ich den gratis betreibe, unter Anführungszeichen. Oder wenn ich eine Waschmaschine betreibe, die 2500 Watt hat und ich kriege gerade 600 Watt rein, ja, wie viel spare ich mir dann an der Stromrechnung? Und das ist eine Komponente, die in der harten Rechnung nicht aufgeht, weil du wirst auf diese Sonne, da ist sie, du wirst auf diese Sonne und auf diese Sonnenenergie richtig süchtig. Also ich kenne es bei Leuten, denen ich geholfen habe, so Photovoltaik zu montieren und dann das einzurichten etc. Also ich bemerke es auch bei diesen Menschen, dass das einfach so ein, wow, es funktioniert und das ist großartig. Und ja, ich erspare mir was, natürlich. Ja. Also es ist nicht nur eine reine Liebelei, sondern es ist wirklich, ich erspare mir was. Aber auf der anderen Seite ist es ein Gefühl, eine Liebe zu dieser Technik. Und es ist nicht nur Technik, es ist einfach auch, ich nutze die solare Energie für das, was ich in dem Moment verbrauche. Und das ist schwer in Worte zu fassen und deswegen ist ein
Balkonsolar der niederschwelligste Einstieg, der einfachste, günstigste Einstieg in die Photovoltaikwelt. Natürlich kann man das erweitern, natürlich kann man dann irgendwann 4 Module, 6 Module, 10 Module, ja, da ist man natürlich dann nicht mehr genehmigungsfrei, aber natürlich kann man es erweitern auf eine größere Anlage und eine sinnvollere Nutzung und noch besser und noch höher und noch weiter. Klar, das kann man alles machen, ist auch wunderschön. Aber der Einstieg kann auch sein, dass du um, weiß nicht, 50 Euro so ein Faltpanel kaufst, ja, so ein kleines, von dem ich grundsätzlich abrate, diese Faltpaneele, weil die aus Kunststoff sind und eine geringe Lebensdauer haben, aber egal. Diese Faltmodule, mit dem du zumindest dein Handy laden kannst oder deine Powerbank. Ja? Das ist schon, also niederschwelliger geht's nicht. Jedenfalls wird man da einfach, das war bei mir übrigens auch das erste Panel, das ich vor 15 Jahren, glaube ich, gekauft habe, war so ein 20 Watt oder ich weiß nicht mehr, 20, 30 Watt. Damit konnte ich mein Handy laden auf einem Festival. Ja? Und das war großartig. Das war ein Stück Autarkie und ja, an das erinnere ich mich heute noch. Jedenfalls, ich bin voll happy mit solchen Vorträgen und wenn du willst, dass ich zu dir komme, können wir das machen, wenn du ein paar Leute organisierst. Wenn du eine persönliche Begleitung willst, von Anfang bis zum Ende, dann kontaktiere mich einfach und ansonsten freue ich mich auf alles, was kommt. Es ist ein wunderschönes Thema. Bis dann. Tschüss.